Abendmahl. Ich weiß nicht, was so durch unseren Kopf geht, wenn dieser Satz fällt, wir feiern Abendmahl. Kann ja ganz verschieden aussehen. Heute Morgen habe ich so gedacht, also irgendwie, mir ist nach vielem heute Morgen, aber nicht unbedingt nach Abendmahl. Und zwar aus dem ganz simplen Grund. Jetzt sollst du da predigen über das Abendmahl. Wir haben das schon länger geplant. Uns ist das letztes Jahr auch als Leitungsteam wichtig geworden, dass wir häufiger Abendmahl feiern. Und haben gedacht, ja, dann planen wir eine Predigtserie in dem Sinn oder immer wieder Gottesdienste, so in allen in Abstand von ein paar Wochen, wo wir das regelmäßiger jetzt auch machen wollen. Und ich habe dann gedacht, ja klar, dann bereite ich eine kleine Predigtserie vor, dann haben wir jedes Mal so einen kleinen Teil inhaltlich auch dazu. Das war vor ein paar Monaten. Mittlerweile ist die ganze Geschichte so, heute Morgen bin ich aufgestanden, oder gestern war es auch schon, meine Frau ist daheim heute Morgen, weil sie einen Bandscheibenvorfall hat seit gestern, ihr seinen Arm nicht mehr so richtig bewegen konnte und eine ganz blöde Geschichte, dreimal natürlich auch mit kleinem Kind, ja, das ist das eine, und dann stehst du hier vorne und sollst über Abendmahl reden, und zwei Wochen ist es, glaube ich, auch schon wieder her, wo ich selber auch beim Arzt war, mit meinem Gehör hier, und wo ich gerade auf dem Weg bin zum nächsten Hörgerät, um es mal so zu formulieren, weil man einfach nichts gefunden hat und weil die Schwerhörigkeit bis jetzt geblieben ist nach dem Hörsturz letztes Jahr. Und dann sollst du hier stehen und über die Kraft Gottes reden und über das Abendmahl, und du denkst, hey, ist super Thema, aber besser vielleicht ein anderes. Was willst du da sagen? Das waren so meine Gedanken heute Morgen. Und dann begann hier der Lobpreis, und irgendwie habe ich so weitergedacht, und dann fiel dieser eine Vers, ich weiß gar nicht mehr genau in welchem Lied, aber wir singen auch in der Nacht oder so ähnlich, und ich habe gedacht, ja, genau das ist doch der Punkt. Und interessant ist, wenn man über Abendmahl nachdenkt, hey, vielleicht ist es ja gerade für solche Zeiten ganz besonders da. Wir werden gleich eintauchen ein bisschen in die Geschichte des Abendmahls, aber ich würde behaupten, Abendmahl, das kommt aus der Situation eigentlich raus, wo der Tod buchstäblich an deiner Türe vorbeigeht. Wir kommen nachher noch drauf, weshalb. Aber vielleicht ist es gerade deshalb so eine Zeit, und ich will uns einfach auch heute Morgen ermutigen, auch wenn wir das Gebetsanliegen von gerade eben hören und wenn wir diese Herausforderungen sehen, in denen sicher manche von uns heute Morgen mittendrin sind, ich will uns echt ermutigen und sagen, hey, lasst uns das ganz bewusst feiern und da ganz bewusst dran festhalten. Und vielleicht gerade deshalb und vielleicht gerade jetzt, auch wenn es herausfordernd ist. Genau, aber Abendmahl. Ihr seht hier vorne das vielleicht berühmteste Bild zum Thema Abendmahl. Ich weiß es nicht. Leonardo da Vinci, das letzte Abendmahl. Ja, eigentlich denke ich immer, warum heißt es eigentlich immer das letzte? Man könnte auch das erste sagen, aber gut. Ihr seht dieses Bild, das ist so diese Szene, die er versucht hat darzustellen, nachdem Jesus mitten in diesem Abendmahl sagt, hey, einer von euch wird mich verraten. Und dann bricht die Diskussion los, wie man hier erkennen kann, und die Grüppchenbildung, und es wird fleißig diskutiert. Wer ist es jetzt? Wer wird Jesus verraten? Sprengt so ein bisschen die ganze Party, könnte man sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht beim Thema Abendmahl. Vielleicht sagst du auch, hey, irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist eine komische Geschichte, dieses Abendmahl. Soll man da irgendwo, Jesus redet dann auch noch von Blut trinken und mein Fleisch essen und solche Geschichten, und du denkst, irgendwie, ist doch komisch, also das klingt schon so irgendwie altmodisch oder schon lange her oder steinzeitlich oder wie auch immer. Oder wenn man an dieses Bild hier denkt, also unter uns gesagt, das ist ja ein tolles Bild und alles und es ist brutal wertvoll und wahrscheinlich eins der wertvollsten Gemälde auf diesem Planeten, aber die andere Wahrheit ist, also so wie es dort dargestellt ist, war es damals garantiert nicht. Das kann man auch sagen. Man sieht es nicht so richtig, aber was da bei Jesus auf dem Teller liegt, da wird fleißig diskutiert, es könnte irgendein Fisch sein. Manche unterstellen, es ist ein Aal oder so von der Form her. Man weiß es nicht genau, aber Fisch gab es mit Sicherheit nicht. Und es war auch kein so Bankett, und die saßen auch nicht alle, die waren am Liegen. Aber nachher dazu mehr. Was löst Abendmahl bei dir aus? Vielleicht hast du diese Vorstellung und denkst, oh, das ist so was ganz Heiliges, Ernstes, und alle sitzen so ganz totenstille und jeder wirkt irgendwie dieses Stückchen Brot schnell runter, damit es schnell vorbei ist. Ich weiß es nicht. Je nachdem, was du für Erfahrungen damit gemacht hast. Vielleicht sind es auch positive Erfahrungen, hoffentlich. Oder vielleicht werden sie immer positiver. Das wäre mindestens meine Hoffnung. Deshalb auch das Thema heute Morgen. Aber je nachdem, ich habe mir gedacht, schauen wir uns doch mal an, wo kommt dieses Abendmahl eigentlich her und warum ist es so wichtig? Und warum ist es manchmal auch so, ja, so schwer verständlich, dass wir irgendwie denken, was sind das für komische, altmodische Symbole? Und wenn wir uns schon an Jesus erinnern, hey,
es wäre doch heute viel angebrachter, irgendwie ein TikTok-Video zu sehen oder so, aber doch nicht hier irgendwie komisch da Wein und Brot und so, das ist alles ein bisschen seltsam oder so ein bisschen aus der Zeit gefallen vielleicht auf den ersten Blick, ähnlich wie vielleicht auch dieses Gemälde, je nachdem. Aber auf der anderen Seite, es steckt eine ganz tiefe Wahrheit und eine ganz tiefe Geschichte dahinter, um nicht zu sagen, fast schon ein Geheimnis. Und dem gehen wir mal ein bisschen auf die Spur. Und vielleicht können wir einfach zur nächsten Folie weiterspringen. Ich glaube, die Batterie hier vorne ist auch am Ende. Genau, und zwar schauen wir mal rein in den Bericht, den wir im Lukas-Evangelium finden, in Lukas Kapitel 22. Und dann schauen wir da einfach mal rein ab Vers 7. Es kam aber der Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passahlamm geschlachtet werden musste. Und er sandte Petrus und Johannes, also Jesus, und sprach: Geht hin und bereitet uns das Passahmahl, dass wir es essen. Sie aber sprachen zu ihm: Wo willst du, dass wir es bereiten? Er aber sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hingeht. Mal gleich weitermachen. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen: Der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passahmahl essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen. Dort bereitet es. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er es ihnen gesagt hatte. Eine krasse Anweisung. Geht da einfach in die Stadt rein, den ihr mit dem Wasserkrug da seht, sagt er: Hey, der Herr braucht das Zimmer hier, und dann mietet ihr das einfach mal so kurz. Ich weiß nicht, was die zwei gedacht haben, als sie losgingen. Die haben wahrscheinlich auch gedacht, wird das funktionieren? Also, man könnte unterstellen, gab es eine geheime Absprache? Wusste Jesus schon, dass der immer um die gleiche Zeit Wasser holt oder so? Vielleicht nicht, aber offensichtlich wusste er mehr wie die anderen. Wenn wir uns das überlegen, was da eigentlich drinsteht, wir können gleich mal die nächste Folie nehmen und weiterspringen. Genau, da sind wir Jerusalem. Wenn wir uns Gedanken machen, was da eigentlich jetzt drinsteht auch, dann ist zum einen die Rede vom Gastzimmer, das sie hier mieten, und kleiner Seitenimpuls an der Stelle, das griechische Wort für dieses Gastzimmer ist das gleiche, das in der Weihnachtsgeschichte fällt, als es um die Herberge geht. Interessant, oder? Man könnte unterstellen, auch in der Weihnachtsgeschichte ging es gar nicht um eine Herberge in dem Stil, wie wir das so vor Augen haben, wenn wir dran denken, sondern wahrscheinlich ging es um ein Gästezimmer, das schon belegt war. Und die gingen auch nicht von Tür zu Tür und klapperten die 500 Hotels in Bethlehem ab, die es gar nicht gegeben hat. Vermutlich gab es kein einziges. Also man kann annehmen, es war ein Gästezimmer von Verwandten von Josef oder Maria, und es war wahrscheinlich schon belegt. Interessante Geschichte. Und dann haben wir gerade gelesen, der Raum war mit Polstern ausgelegt. Ja, was für eine Info, oder? Warum ist es wichtig, dass ein Raum mit Polstern ausgelegt ist? Warum wird das überhaupt erwähnt? Ist das nicht überflüssig? Nee, ist es nicht. Und zwar, weil es den Hintergrund hat, weil es beim Passahfest so üblich war, dass man im Liegen isst. Und warum? Weil damals diejenigen, die im Liegen gegessen haben, das waren die, die frei waren. Das waren nicht die Sklaven. Und genau das hat man gefeiert. Aber da kommen wir gleich noch mehr dazu. Und dann ist der Ort natürlich spannend. Ihr seht hier Jerusalem, von euch aus gesehen, ganz rechts am Bildrand ist der Ölberg und dahinter Bethanien. Das ist dort, wo Jesus auch vor diesem Passahmahl mit unterwegs war, in der Ecke. Und ganz links außen, bei diesen drei grünen Teilen da, ganz auf der linken Seite von euch aus, das ist der sogenannte heutige Zionsberg. Der war früher innerhalb der Stadtmauern, und man unterstellt oder vermutet, dass dort irgendwo der Ort sein müsste, wo dieses Abendmahl stattgefunden hat. Jetzt kann man sich natürlich ein paar Fragen stellen bei der ganzen Geschichte hier. Wenn Jesus doch eigentlich schon eine Art Unterkunft hatte auf der anderen Seite vom Ölberg, oder es heißt auch an manchen Stellen, dass er immer wieder auf dem Ölberg übernachtet hat in der Woche, ja, warum suchen die dann nochmal einen extra Raum zum Feiern? Nur damit es irgendwie schöner ist, mit besserer Deko oder irgendwie mit mehr Heizung oder keine Ahnung. Warum schickt er die los, um extra einen Raum in Jerusalem zu suchen, das doch eh schon völlig überfüllt war zu dem Zeitpunkt mit ganz, ganz vielen tausenden Pilgern? Und auch das hat einen Hintergrund, und der bringt uns ein bisschen auf die Spur Richtung Abendmahl. Beim Passahfest gab es die Vorgabe, dass das innerhalb der Stadtmauern von Jerusalem gefeiert werden musste. Und Jesus hält sich einfach dran. Und deshalb schickt er auch die Jünger los, um diesen Raum zu finden. Wir können mal kurz weiter die Bilder durchklicken. Wir brauchen nicht alle im Einzelnen. Wir können eigentlich gleich weiterspringen zu 5. Mose 16. Hier sieht das nochmal ein bisschen detaillierter.
Jerusalem, die Altstadt und hier eben links, ja genau, hier sieht man es nochmal, das ist der, irgendwie die Gegend hier, wo das vermutlich gewesen ist. Genau kann man es natürlich nicht sagen. Das ist ein mittelalterlicher Raum, den es dort gibt. Da war es auch garantiert nicht, wenn dann ein paar Meter tiefer im Untergrund. Aber da wird es mindestens traditionell gefeiert, der Saal des letzten Abendmahls, also das ihr mal gesehen habt. Zwischendurch war er sogar eine Moschee durch die Geschichte durch, aber eine lange Geschichte, genau. Aber was hat es auf sich mit diesem Passafest? Also wir sehen schon in den Anfängen von diesem Bericht von Lukas, dass es ganz viel um dieses Passafest geht, ja schon im ersten Vers auch. Jesus feiert ja nicht einfach nur ein Abendessen, sondern wir haben ja gelesen, es war dieses Passafest und es war offensichtlich ein ganz bewusst ausgewählter Zeitpunkt. Was hat es damit auf sich? Wir finden im ersten Teil der Bibel einiges dazu, nur eine Stelle hier aus 5. Mose 16, wo es heißt, und du sollst für den Herrn, deinen Gott, das Passa schlachten oder das Passa-Lamm, könnte man auch sagen. Schafe und Rinder, also da ging es auch mit um die Opfer im Tempel noch, an der Stätte, die der Herr erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Schon wieder so eine komische Ortsbeschreibung. Was ist das jetzt genau? Die Stätte, die der Herr erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Was könnte das sein? Wir erinnern uns, der 5. Mose, der wurde ja noch, ist vermutlich noch vorher entstanden, bevor Jerusalem von Israel erobert war und bevor es überhaupt einen Tempel gegeben hat. Und man könnte sagen, das ist schon prophetisch vielleicht so, der Impuls zu sagen, hey, da geht es natürlich nachher um den Tempelberg. Da heißt es nachher, das ist der Ort, den Gott erwählt hat und an dem er wohnen will. Das findet man an einigen Stellen in der Bibel. Also es geht hier um Jerusalem, wenn man so will. Also hier sehen wir diese Anweisung, in Jerusalem zu feiern. Und dann heißt es hier, du sollst kein gesäuertes dazu essen. 7 Tage sollst du ungesäuerte Brote dazu essen, Brot des Elends. Und ich weiß nicht, wer schon mal ungesäuertes Brot gegessen hat, der kriegt so eine Ahnung, warum das Brot des Elends heißt. Wir haben heute anderes hier, vielleicht nicht aus dem Grund, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Symbolik drin. Und dann heißt es hier, denn in Hast bist du aus dem Land Ägypten ausgezogen, damit du an den Tag deines Auszugs aus dem Land Ägypten denkst, alle Tage deines Lebens. Wow. Also was lesen wir hier? Die sollten den Hintergrund von diesem Fest irgendwie immer präsent haben, richtig? Alle Tage deines Lebens. Ständig sollten sie sich daran erinnern, an diese Geschichte, weil die so wichtig war. Und weil die was über Gott zeigt, was sich quer durch die ganze Geschichte durchzieht, bis zu uns heute. Also was ist da passiert in Ägypten, wenn wir kurz zurückdenken? Israel versklavt in Ägypten, 2. Mose und so weiter, da können wir es nachlesen. Die Lage wird immer schlimmer und irgendwann schreien sie zu Gott um Rettung und Gott beruft den Mose. Ein bisschen komplizierte Geschichte, da wollte er es nicht so richtig und nachher lässt er sich dann doch überreden, nimmt den Auftrag an, um Israel rauszuführen aus dieser Sklaverei in Ägypten. Dann gibt es noch ein großes Problem, der ägyptische König oder der Pharao, der will sie nicht gehen lassen. Der will nicht auf die vielen billigen Arbeitskräfte verzichten. Kommt uns manchmal bekannt vor, auch in diesen Zeiten, aber gut. Jedenfalls, er weigert sich, macht ihnen immer wieder falsche Versprechungen, es geht hin und her und dann kommen die berühmt-berüchtigten 10 Plagen über die Ägypter. Die biblischen Plagen und so weiter, wir kennen die Geschichten, vielleicht haben wir es im Hinterkopf. Und es gibt eine letzte brutale, furchtbare Plage, die dann kommt, nämlich dass in der letzten Nacht alle Erstgeborenen sterben. Tiere, Menschen, alle. Alle Erstgeborenen tot. Was für eine krasse Plage, oder? Und dann sagt Gott, aber damit bei euch in Israel, bei euch das nicht das Gleiche passiert, dass auch nicht bei euch alle Erstgeborenen sterben. Deshalb schlachtet ihr in der Nacht ein Lamm und streicht das Blut an die Türpfosten. Irre Geschichte, oder wenn man sich das so überlegt. Ziemlich brutal zugegeben. Und genau das passiert. Sie streichen dieses Blut an die Türpfosten und dann heißt es, dass der Todesengel vorüberging an diesen Türen. Todesengel ist nochmal ein anderes Thema, aber interessant jedenfalls, was passiert. Und dann sind wir mitten im Kern von diesem Passafest. Das Wörtchen Passa heißt nichts anderes im Hebräischen als vorübergehen. Und wo kommt die Idee her? Genau aus der Geschichte. Der Tod geht sozusagen vorüber, weil das Blut an der Türe ist. Und jetzt rattert es wahrscheinlich schon bei uns und wir denken schon Richtung Jesus und weiter. Völlig zu Recht, weil es da ganz, ganz große Ähnlichkeiten gibt. Und weil uns nachher auch Jesus natürlich vor dem Tod rettet. Also das ist der Hintergrund von diesem Passafest.
Und dann sehen wir hier auch, es war ein Pilgerfest, also alle nach Jerusalem, dementsprechend voll muss es gewesen sein. Man feierte das und man sieht es hier auch schon angedeutet mit diesen ungesäuerten Broten. Es ging darum, dieses Fest nicht nur einfach zu feiern, sondern es so zu feiern, wie es damals gewesen ist. Nämlich nicht gut organisiert, gemütlich startet man irgendwann das Abendessen und so richtig wie an Weihnachten oder wie auch immer. Wobei zugegeben, da kennen wir das Phänomen ja auch schon mit der Eile und mit dem Stress. Aber da war es ganz bewusst gewollt, das sollte stressig sein, das sollte in Eile geschehen. Da hat man sich nicht die Zeit nehmen können. Und man hat es deshalb später bewusst so gefeiert, dass man quasi schon in Reisekleidung mit Schuhen angezogen beim Essen saß, um das einfach nachzuempfinden. So mit allen Sinnen, könnte man sagen. Und da kommt natürlich auch das ungesäuerte Brot her, weil die Zeit einfach nicht mehr da war, dass der Teig gehen konnte, weil es zu schnell ging. Deshalb ungesäuert. Und das ging dann eine ganze Woche lang, hat man das dann so gefeiert. Vom Ablauf her lief das ungefähr so. Man hat am Anfang erstmal aufgeräumt und alles, was gesäuert war, mit gesäuertem Teig gemacht, alle Speisen, die mussten erstmal raus aus dem Haus und aus dem ganzen Haushalt. Das war auch eine Vorgabe. Und das hat man dann normalerweise mit so einer Art Frühjahrsputz, würden wir heute sagen, verbunden. Und dann gleich das ganze Haus auf den Kopf gestellt und geputzt. Dann kam eben der Abend, an dem er dieses Lamm geschlachtet hat, damals im Tempel, und dann gemeinsam als Familie gegessen hat. Wir wissen gar nicht so ganz genau, wie dieser Abend ablief. Der Bericht von Lukas ist interessanterweise der älteste, den wir überhaupt haben, auch im Judentum, zum Passamal. Also auch spannend. Auch da wird es hier auch vom Jüdischen her sehr interessant, diese Tickgeschichte. Und dann hat man eben nach diesem Mahl eine Woche lang ungesäuerte Brote gegessen oder nur ungesäuertes. Manche hätten es Fasten genannt, aber ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, das war so dieses Fest, wo da lief. Ganz grob vereinfacht. Und spannend ist eben, es ging nicht nur darum, sich zurückzuerinnern, so wie wir das heute kennen, wo wir sagen, naja, damals vor 50 Jahren ist das und das passiert und jetzt erinnern wir uns irgendwie dran und vielleicht macht das Fernsehen noch eine Sondersendung oder so mit irgendwelchen alten Bildern, je nachdem. So läuft es ja heute oft. Aber damals war die Idee eine andere, sondern man sollte sich so fühlen, als ob man selber in Ägypten dabei gewesen wäre. Und deshalb diese ganzen verschiedenen Speisen, dieses relativ komplizierte Festmahl, wo alle Speisen irgendwie an diese Sklaverei in Ägypten erinnern, wo man zum Beispiel bittere Kräuter isst oder so mit Wassertropfen für die Tränen und lauter solche Symbolik, die da drin steckt. Einfach aus dem Grund, um das richtig wieder neu mitzuerleben, um sich ein Stück weit mindestens so zu fühlen, als ob man selber dabei gewesen wäre. Das ist die Idee hinter diesem Passafest. Und um es gleich vorwegzunehmen, das ist eigentlich auch die Idee hinter dem Abendmahl, wenn wir es genau nehmen. Und jetzt gibt es zwei Bestandteile von diesem Fest, die auch ein Stück weit ins Abendmahl mit eingeflossen sind. Weil Jesus feiert genau dieses Fest, er feiert dieses Festmahl und mittendrin setzt er dieses Abendmahl ein. Er verändert Kleinigkeiten, wenn man es genau nimmt, aber entscheidende an der ganzen Geschichte. Da ist zum einen dieses ungesäuerte Brot und ich habe tatsächlich bei uns im Küchenschrank noch welche gefunden aus der letzten Kleingruppe. Nee, aber ich weiß nicht, ob ich sie noch essen würde, aber mindestens so ähnlich oder so sieht es dann aus, ganz praktisch gesehen. Dieses ungesäuerte Brot, das in der Eile gebacken wird und daran erinnert, dass es einfach stressig war und dass die Zeit gefehlt hat. Und an diesem Abend spricht man dann einen Segensspruch normalerweise über diesem Brot und das ist auch der Teil, den Jesus dann ein Stück verändert hat. Und ursprünglich kommt da dann Folgendes. Das ist das Brot der Armut oder des Elends, das unsere Vorfahren im Land Ägypten gegessen haben. Alle Hungernden sollen kommen und essen. Alle Bedürftigen sollen kommen und Pessach feiern. Dieses Jahr hier, nächstes Jahr im Land Israel. Dieses Jahr als Versklavte, nächstes Jahr als Freie. Das ist so der übliche Segen über diesem Brot. Und dann sagt Jesus was Hochinteressantes und wir springen mal eine Folie weiter. In Johannes 6 nämlich, wo er dieses Thema auch aufgreift. Und da sagt Jesus nämlich was Spannendes über sich selber. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit, hier in Vers 51. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und deshalb sagt er nachher bei Lukas auch, hey, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Und dann kommt der etwas krasse Vers in Vers 54 hier noch, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Was sich eher so nach irgendwie Kannibalismus anhört, hat aber eine ganz tiefe Bedeutung.
Weil es hier heißt, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag, denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Krasse Worte, oder? Kann man sich darüber streiten, wie er sie jetzt genau gemeint hat. Aber genau darum geht es doch beim Abendmahl. Das ist genau der Inhalt, der hier steht. Dass wir sagen, wir kriegen Anteil an dem, was Jesus für uns getan hat. Und nicht nur weit weg irgendwo, das war mal vor 2000 Jahren in Jerusalem und was interessiert uns das heute oder so, sondern anders, mit diesem Gedanke aus dem Passahfest raus zu sagen, nee, wir erleben das heute so mit, als ob wir damals schon dabei gewesen wären. Als ob das Gleiche, was Jesus hier seinen Jüngern gesagt hat, als ob das für genauso für uns heute gilt. Dass wir genauso Anteil an ihm haben wie die damals. Das ist die Idee dahinter. Und ich glaube, das macht das Abendmahl auch so besonders oder so speziell. Und dann sagt Jesus eben, mein Fleisch, mein Blut, sagt er auch bei der Einsetzung des Abendmahls. Was meint das jetzt? An dieser Frage sind ganz viele Kirchen schon zerbrochen. Da gab es ganz viel Spaltung und fast schon Kriege in der Geschichte der Christenheit, weil man sich nicht einigen konnte, was das genau heißt und weil es Jesus leider nicht im Detail erklärt hat, interessanterweise. Aber da gab es ganz, ganz viele Streitereien und es ist vielleicht die größte Streitfrage der Christenheit, dieses Thema. Was heißt jetzt mein Fleisch? Was ist gemeint? Hat er das total wörtlich gemeint, dass dieses Brot in irgendeiner geistlichen Art und Weise zu seinem Fleisch wird? Oder ist es nur reine Symbolik? Ist es irgendwas zwischendrin? Was bedeutet es jetzt für uns? Darf man es nachher wegwerfen, was übrig ist oder nicht? Und all diese Fragen hängen damit natürlich auch mit zusammen. Ich glaube, man muss es vom Passahfest her verstehen. Es ist symbolisch auf jeden Fall, aber eben symbolisch in der Art und Weise, dass wir sagen können, hey, es geht darum, dass wir das praktisch wieder miterleben, dass wir das uns vergegenwärtigen, dass es nicht nur irgendeine Erinnerung ist, wie wenn du in ein Museum gehst, sondern dass es was Lebendiges wird für uns. Das ist genau die Idee, die dahinter steckt. Ja, und dann kommt natürlich noch dieses Lamm ins Spiel, da müssen wir auch noch kurz drüber reden, bevor wir dann auch demnächst schon praktisch hier werden, wenn wir an dieses Passahlamm denken. Ich habe mal eins mitgebracht, nee, aber war es ein bisschen einfacher als lebendig, aber wir haben da sogar eins seit einer Weile schon mal irgendwann hier angeschafft, das ist eine super Sache hier. Ja, dieses Lamm, man ging in den Tempel, man hat es geschlachtet, man hat es dann gegessen gemeinsam und es war in dem Fall ein ganz untypisches Opfer, weil die anderen Opfer ja alle im Tempel irgendwie auf dem Altar verbrannt wurden und so. Oder vielleicht waren es noch die Priester, die einen Teil davon gegessen haben. Aber bei dem Opfer haben alle mitgegessen, auch sehr interessant. Und natürlich, der Tempel steht heute nicht mehr und deshalb wird es auch heute anders gefeiert. Man hat manchmal noch so einen Knochen von so einem Lamm dann auf dem Tisch liegen, so dekorativ eher, um sich daran zu erinnern. Aber man schlachtet meistens keine Lämmer mehr heute. Das ist die eine Nachricht. Aber interessant ist, was bedeutet denn das, dieses Blut? Wir haben vorhin schon gehört mit den Türpfosten, diese Geschichte damals in Ägypten. Was heißt denn das für uns, wenn wir das mal so auf uns auch übertragen? Ich glaube, eigentlich ist es ziemlich ähnlich. Wie sieht es für uns aus, wenn wir an den Tod denken und an Sünde, an Schuld, an Dinge, die wir falsch gemacht haben? Wir brauchen doch genauso Rettung wie die damals in Ägypten, oder? Vielleicht auf ein bisschen andere Art und Weise. Vielleicht sagst du, meine Sklaverei sieht heute anders aus. Ich brenne hier keine Lehmziegel, aber ich arbeite jeden Tag 23 Stunden oder so. Keine Ahnung. Vielleicht sieht es anders bei dir heute aus. Vielleicht sind es ganz andere Dinge, vielleicht sind es zerbrochene Beziehungen, die dich in irgendeine Sklaverei gebracht haben. Vielleicht ist es einfach Sünde, Dinge, die dir nicht gut getan haben, Dinge, die falsch waren. Vielleicht sind es Schuldgefühle, die dich gefangen halten. Es können so viele Dinge sein. Vielleicht sind es Krankheiten, die dich ausbremsen, die dich gefangen halten. Und dann kommt diese Geschichte rein und zu sagen, hey, dieses Blut, das verschont uns vor diesen Dingen, das bringt uns Rettung vor diesen Dingen. Und genau das ist ja auch die Idee hinter dem Tod von Jesus. Dass er sagt, hey, mein Blut wird für euch vergossen, damit ihr gerecht seid, damit ihr gerettet seid, aus Liebe zu euch. Und genau das feiern wir ja im Abendmahl, dass dieses Blut uns mit Gott selber versöhnt hat und dass es auch uns untereinander versöhnen kann. Was für eine Liebe, die Jesus uns darüber bringt. Und genau das dürfen wir auch gleich, wenn wir dieses Abendmahl hier feiern, ganz praktisch mitnehmen. Ich denke, das ist echt ein Punkt für heute Morgen, dass wir uns fragen, hey, wo brauchen wir denn dieses Eingreifen Gottes? Wo brauchen wir denn sein Wirken, die Kraft von seinem Blut in unserem Leben? Und nimm das doch einfach gleich mit, auch wenn wir dann nachher an den Tisch gehen und bewegt es mit im Gebet und sagt es Gott auch in deinen eigenen Worten nachher. Weil ich überzeugt davon bin, Gott wird handeln und er wird da eingreifen und da werden Dinge auch in Bewegung kommen.
Wenn wir noch eins weiterschauen bei Paulus, können wir noch in 1. Korinther 5 gucken. Der greift dieses Bild auch auf von diesem Passahfest und er bringt nochmal eine neue Komponente mit rein. Er schreibt den Korinthern, und die waren ja so ein bisschen die Problemgemeinde, wenn man so will, im Neuen Testament. Wobei, wenn man ehrlich ist, es gab da viele Problemgemeinden, auch irgendwie beruhigend, wenn man an Laodicea und andere Kandidaten denkt. Aber gut. 1. Korinther 5, ab Vers 6, dort heißt es, euer Rühmen ist nicht gut. Das ist dann die Vorgeschichte, die jetzt nicht so bedeutend ist. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Interessante Idee. Also Sauerteig ungesäuert, wir sehen schon die Thematik. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Er spielt also genau auf diese Passa-Tradition an und sagt, hey, fegt den ganzen Sauerteig, den alten, der muss erstmal raus. Warum? Weil ihr doch eigentlich schon wie dieses ungesäuerte Brot seid, neu gemacht. Ihr habt eigentlich schon neues Leben durch Jesus bekommen. Ihr lebt aber so, als ob ihr immer noch wie früher unterwegs seid. Das ist das, was er ihnen sagt. Und dann schreibt er, denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Eine krasse Formulierung. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit oder Reinheit und Wahrheit. Ja, ein bisschen typisch Paulus, so sehr symbolisch und ein bisschen, um nicht sagen, fast schon abgehoben, wenn man die Verse so liest. Aber was für ein geniales Bild, was er den Korinthern hier schreibt und ihnen sagt, hey, eigentlich habt ihr doch schon neues Leben bekommen. Das Passahlamm ist doch schon geschlachtet. Ihr seid doch schon gerettet. Warum lebt ihr so, als ob das gar nicht passiert wäre? Warum lebt ihr immer noch in den alten Dingen, in dieser Boshaftigkeit, in dem Schlechten, was eigentlich doch schon vorbei ist? Interessantes Bild, oder? Und ich glaube, auch da darf uns das Abendmahl dran erinnern an der Stelle, dass wir sagen können, hey, ich mache das nochmal fest. Ich bin gerettet. Jesus hat sein Blut schon für mich vergossen. Und ich muss nicht mehr in diesen alten Dingen drinbleiben. Das ist Vergangenheit für mich. Da hat Gott mich frei gemacht. Oder vielleicht brauchst du auch nochmal Neufreiheit. Das ist ja auch okay. Aber was wäre, wenn wir das so umsetzen, was der Paulus hier schreibt? Ich denke mir immer, das Abendmahl hat so ein gigantisches Potenzial und doch feiern wir es oft so selten. Weil wenn man das jetzt mal ganz praktisch nimmt, was wäre, wenn wir das jedes Mal genauso machen würden, vor jedem Abendmahl, so mal ganz theoretisch. Wenn jeder von uns sagen würde, ich nehme das so ernst, dass ich sage, ich schmeiße den alten Sauerteig raus aus meinem Leben. Alles, was schlecht ist, bekenne ich Gott, bevor wir dieses Abendmahl feiern. Ich räume mein Leben sozusagen auf, ich reflektiere mich selber. Nicht aus Schuldgefühlen raus, sondern weil ich weiß, dass Gott mir vergeben will und dass er Lösungen hat. Stellen wir uns das mal praktisch vor, wir würden das alle machen. Mit voller Ernsthaftigkeit, mit voller Konsequenz. Und wir würden das regelmäßig machen, vielleicht jede Woche in der Kleingruppe oder alle 2, 3, 4, 5 Wochen. Wie würde unser Leben dann aussehen? Also ich frage mich das so manchmal, auch in Bezug auf mich persönlich. Wie würde das aussehen, wenn wir das so machen würden, so konsequent? Könnte sein, dass dann ganz viele Probleme und ganz viele Themen gar nicht mehr da wären. Könnte sein, dass dann viel zwischenmenschliches Zusammenleben viel besser funktionieren würde, wenn man sich regelmäßig vergeben würde. Könnte es sein, was für eine Chance, die da drin steckt, oder? Wenn man immer wieder so neu anfangen könnte. Wenn man immer wieder die Altlasten loswerden kann. Das Interessante ist, Abendmahl, das ist tatsächlich was, was dazu dienen kann. Wir sehen viele Beispiele auch durch die Geschichte durch, wo das so passiert ist. Wenn wir an manche Leute in Herrnhut denken, schon ein Weilchen her, 200, 300 Jahre, aber dort ist die größte missionarische christliche Bewegung in Deutschland, die unser Land jemals gesehen hat, die ist dort entstanden. Und auch die größte Gebetsbewegung vermutlich, die haben 100 Jahre am Stück gebetet, so eine Gebetskette damals gestartet. Und wie hat das eigentlich alles angefangen? Eigentlich gar nicht gut. Da kamen Flüchtlinge aus dem Osten in dieses Herrnhut in der Lausitz, das ist kurz vor der polnischen Grenze. Und dann gab es einen freundlichen Graf Zinzendorf, der ihnen gesagt hat, hey, ihr dürft hier auf meinem Landbesitz dürft ihr Häuser bauen und ein kleines Dorf gründen. So schön und gut. Nur was dann passiert ist, war das typisch Menschliche eben. Es waren sehr unterschiedliche Leute, die da zusammen waren. Und was ist passiert? Nach kurzer Zeit waren sie total zerstritten. Das Projekt drohte zu scheitern. Streit überall und unterschiedlichste Meinungen und man konnte sich nicht zusammenkriegen. Es war einfach überhaupt keine Einheit da.
Und irgendwann war ein Gottesdienst im Nachbardorf und der Pfarrer dort hat zum Abendmahl eingeladen. Und die gingen alle hin. Und die Predigt muss so getroffen haben bei denen, dass sie hinterher noch in ihr, die hatten so ein Gemeindetagebuch, wo sie wichtige Ereignisse im Gemeindeleben festgehalten haben. Wir würden es heute Instagram nennen, aber okay. Jedenfalls haben sie dort gepostet, könnte man sagen, wir brachten diesen und den folgenden Tag in einer stillen und freudigen Fassung zu. Und jetzt kommt's und lernten lieben. Die haben Abendmahl gefeiert. Das hat die so über Tage beschäftigt, dass keiner mehr arbeiten ging danach. Weil die so berührt waren von Gott und vom Heiligen Geist in dem Punkt. Und es hat ihr Leben so nachhaltig verändert, dass sie 100 Jahre später immer noch am Beten waren. Selbst in die nächsten Generationen rein. Da ist eine Missionsbewegung daraus entstanden, die die Welt bis zu dem Zeitpunkt noch nie gesehen hatte. Mit einer Leidenschaft für Jesus, mit einer Hingabe, mit einer Fortschrittlichkeit. Ich würde behaupten, die waren in vielen Punkten fortschrittlicher als fast alles, was wir heute an Kirche sehen. Warum? Es fing alles an mit dem Abendmahl. Verrückt, oder? Wenn man sich das überlegt. Das hat sie einfach getroffen in diesem Abendmahl. Gott hat sie irgendwie erwischt. Sie hatten eine Begegnung mit Gott. Und diese Erweckung, würde man sagen, brach aus. Man könnte viele Beispiele dieser Art erzählen zum Thema Abendmahl. Und es sieht auch immer unterschiedlich aus und es ist auch immer sehr verschieden. Und es muss auch nicht immer gleich sein, auf keinen Fall. Gott ist kein Automat. Aber ich will nur sagen, da ist so ein riesiges Potenzial drin in diesem Abendmahl. Für jeden persönlich und für uns alle, für uns auch als Gemeinde. Und ich glaube, auch deshalb ist es so wichtig, dass wir es öfters feiern. Aber werden wir gleich praktisch. Also wenn wir uns überlegen, wir wollen uns das so vergegenwärtigen, das Erleben wie damals, diese Begegnung mit Gott, das ist das, worum es geht. Dieses ganze Dinge hier mit Brot und unser Traubensaft dann auch gleich, das ist eigentlich nur ein Bild für diese Rettung, wenn man es genau nimmt. Für diese Rettung, die wir auch so dringend brauchen. Und wir merken schon, dieses ganze Abendmahl, ich glaube, es ist deshalb oft so schwer verständlich, weil wir den Hintergrund, den Kontext oft nicht mehr haben. Aber wenn wir den haben, dann erkennen wir, was da wirklich drin steckt. Das werden wir die nächsten Male noch ein bisschen fortsetzen. Weil es ist ja nicht nur der Blick zurück beim Abendmahl, es ist ja auch der Blick nach vorne in die Zukunft, zu sagen, hey, was damals passiert ist, damals in Ägypten, damals bei Jesus, diese Rettung, diese Befreiung, die Gott gebracht hat, das ist zum einen das, was hier heute in unserem Leben auch passieren kann. Und es ist auch das, was, wenn wir an den Tod denken, ganz am Ende passieren wird. Wenn wir an die Verse von vorhin denken, am letzten Tag die Auferstehung, auch das steckt damit drin, auch das feiern wir in diesem Abendmahl, dass der Tod eben keine Macht mehr hat über unserem Leben, dass Jesus uns rettet, dass wir mit ihm bis in alle Ewigkeit unterwegs sein können. Das ist die Einladung. Jetzt haben wir einiges gehört und jetzt werden wir endlich praktisch an dem Punkt. Ich lese uns nochmal kurz die Worte von Paulus aus dem 1. Korintherbrief aus Kapitel 11 und dann gehen wir gleich ins Gebet und legen dann auch los. Dort fasst es Paulus nochmal zusammen, ab Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Amen, oder? Wie gut. Wie gut zu wissen, Jesus kommt wieder und wir dürfen das verkündigen, auch durch dieses Abendmahl. Und vielleicht können wir jetzt gemeinsam aufstehen und uns noch so einen Moment des Gebets nehmen, bevor wir dann gleich praktisch werden. Wir werden das dann nachher hier so machen, dass man hier jeweils links und rechts nach vorne kommen kann und einfach sich die Dinge dann auch nehmen darf. Wir sind relativ viele, von daher haben wir gedacht, wir machen zwei Stationen, jeder nimmt sich die Sachen auch dann selber. Dann ist es einfacher und wir brauchen nicht 3 Stunden, bis wir durch sind, sondern wir haben einen guten Ablauf. Und dann nehmt es in diesem Bewusstsein, dass wir sagen, hey, das ist nicht nur jetzt eine tote Erinnerung, sondern Gott will mir begegnen. Er hat einen Plan für mein Leben. Da ist seine Kraft drin, wenn wir das zulassen.
Aber bevor wir das tun, denke ich, sollten wir noch eins machen, wenn wir an diesen Sauerteig denken. Vielleicht noch mal manches loswerden, wo du sagst, das würde ich gerne noch abgeben. Ob das jetzt Sünde ist, ob es Dinge sind, die schiefgegangen sind, ob es einfach Sorgen auch sind. Oder vielleicht sind es ja auch Dinge in unserem Leben, wo eben Herausforderungen heute Morgen da sind und wir sagen, die will ich einfach in Gottes Hand legen, ganz bewusst. Dann lass uns jetzt noch so einen Moment nehmen und beten und du darfst es auch in deinen eigenen Worten Gott sagen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns selber überprüfen, weil vom Passafest wissen wir auch, dieses Passafest und auch dieses Abendmahl, das ist natürlich für diejenigen da, die sagen, ich gehöre zu diesem Jesus. Ich bin Teil davon, von diesem Leib sozusagen. Ich gehöre mit dazu. Ich habe diese Entscheidung auch getroffen, dass Jesus mich retten soll. Und wenn du vielleicht hier bist und hast diese Entscheidung noch für dich noch nicht so bewusst getroffen, dann hab auch die Freiheit, nicht nach vorne zu kommen. Das ist auch völlig in Ordnung. Oder eben zu sagen, vielleicht ist ja auch ein guter Punkt, jetzt die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich mache das ganz bewusst, indem ich hier nach vorne gehe und Jesus in mein Leben einlade. Das wäre ja auch eine gute Möglichkeit. Aber lass uns da jetzt ins Gebet gehen und uns auch selber an dem Punkt prüfen und Gott diese Dinge hinlegen. Und Herr, danke, dass wir jetzt vor dich kommen dürfen. Herr, so ein Segen, so eine riesige Liebe, dass du für uns gestorben bist. Danke einfach dafür. Danke für diese riesige Gnade, die du uns gegeben hast, Herr. Herr, wir wollen dir ganz bewusst heute Morgen alles hinlegen und auch alles abgeben. Ja, was da keinen Platz haben sollte, Herr. Dieser Sauerteig, der raus muss aus unserem Leben. Wir wollen ihn in deine Hand legen und wir wollen dich um Vergebung bitten, wo das nötig ist, Herr. Danke für deine Vergebung und für deine Liebe. Und danke, dass du auch der Gott bist, der sich um unsere Sorgen kümmert, der auch unsere Herausforderungen kennt und der treu ist, auf den wir uns verlassen dürfen. Danke dafür, Herr. Danke für deine Kraft, Herr. Und wir werden es jetzt so machen, wir werden jetzt hier gleich weiter beten und vielleicht auch für alle, die online dabei sind, ihr könnt es natürlich auch zu Hause jetzt mitfeiern, wenn ihr das wollt. Auch das ist eine tolle Möglichkeit. Dann holt euch einfach, was ihr zu Hause da habt und feiert mit. Wir werden es gleich hier ausblenden, weil es jetzt hier einfach praktisch wird. Aber ihr dürft gerne auch zu Hause in euren Wohnzimmern oder wo immer ihr auch seid, fortsetzen dann an der Stelle. Aber Vater, wir sagen dir einfach Danke für deine große Liebe, die wir jetzt auch feiern dürfen, Herr. Danke für dieses Abendmahl. Danke für deinen Tod am Kreuz, Herr. Danke, dass du uns gerettet und erlöst hast, Herr, mit allem, was dazugehört. Nicht nur irgendwie geistlich, sondern auch ganz praktisch. Und wir wollen dich jetzt einladen, dass du wirken darfst in unserem Leben. Danke, Herr, für dieses Brot und für diesen Traubensaft. Wir segnen ihn in deinem Namen, Herr. Danke, Herr, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Danke, dass dein Leib für uns zerbrochen wurde. Danke, Herr. Und ich darf